Hallo liebe Dartsturmfreunde, A-Style ist ein absolut beliebtes Thema. Es gibt was ganz Neues in der A-Style-Welt zu berichten. Deswegen mussten die bisherigen A-Style-Flights umbenannt werden. Also was normalerweise Champagne Flight Shape Standard hieß, heißt jetzt A-Style Champagne Flight Pro. Das Pro, wie der Name schon sagt, ist so für den ambitionierten und motivierten Dartspieler gedacht. Warum? Einfach deshalb, weil A-Style sagt, okay, als professioneller Spieler oder als professionelle Variante, also diese Variante mit Ring, brauchst du Champagne-Rings. Da du nicht einfach wie bei dem Robson-System zum Beispiel die Flights einfach auf den Schaft stecken musst, sondern diese Löcher in den Flights hast und dort Champagne-Rings, bitte keine Shellock-Caps, nur Champagne-Rings reinstecken kannst. Und diese gibt es in verschiedenen Farben, Materialien, mit Gewicht etc. Das ist die Pro-Version. Ändert sich aber vom Material und von dem Design her nichts. Einfach die normalen Champagne Flights sind jetzt die Champagne Flights Pro. Ja, und warum mussten sie das Ganze ändern oder umbenennen auf Pro? Weil es die Tage eine neue Version von A-Style Flights geben wird, und zwar die Easy E-Set Version. Warum? Einfach aus dem Grund, man kennt es bereits von den früher Sparkling Flights, dass die einen integrierten Champagne Ring haben, sodass man hier nicht extra noch einen dazu kaufen muss oder auch die Individualität nicht mehr möglich ist, weil es keine Champagne-Rings mehr benötigt, dieses System. Und das hat bisher auch auf alle Shafts gepasst, also auf Kunststoff-Shafts, Nylon-Shafts und auf Carbon-Shafts und sollte so die Alternative zu Robson oder solchen Flight-Systemen sein. Genau, die gab es allerdings aber aktuell nur in Shape-Version, in Shape-Farbe, in verschiedenen Farben. Und jetzt gibt es eine neue Version. Und zwar die EZ-Flights in Standardform. Die Standardform der EZ-Flights ist auch aus einem neuen Material hergestellt. Ich habe hier sogar mal einen da. Wie man hier sieht, die sind nicht mehr glänzend, sondern im matten Design und haben auch wieder integrierte Champagne-Rings bereits ab Werk und haben eine matte Oberfläche. Ansonsten haben sie auch hier die verstärkte Seitenkante, hier oben den Flight-Protektor und eben die integrierten Champagne-Rings. Was der große Unterschied oder diese großartige Neuerung bei diesen Flights ist, man kennt es von den alten, habe ich auch einen hier, also das ist ein normaler Champagne Flight Pro, der mit einem Champagne-Loch da ist, wo dann die Champagne-Rings reinkommen. Und viele Spieler hatten das Problem, dass diese Flights eingerissen sind, entweder hier unten, wenn man einen anderen Schaft gespielt hat, oder auch hier oben, wenn ankommende Flights Darts auf den Flight treffen. So, und das neue Material von diesen Pro-Flights, EZ-Flights, Pro-Flights sind die grünen, das kann man noch einfach reißen. Also wenn man jetzt sich vorstellt, es kommt ein Dart auf den bereits steckenden Dart, dann reißen die einfach ein. Wir sitzen, ich kann es einfach zerreißen und dann ist der Champagne-Flight kaputt. Einfach abgerissen. Also weg damit. Die neuen EZ-Flights, die sind ein bisschen weicher vom Material her, sind auch matte Oberfläche und das Material ist sehr, sehr viel haltbarer. Ich werde jetzt auch mal versuchen, diesen Flight zu zerreißen und da kann ich mich noch so anstrengen, wie ich das möchte. Klar sieht der Flight dann wirklich danach zerdrückt aus, aber das macht natürlich auch kein normaler Spieler. Aber ihr seht, es verfärbt sich der Kunststoff, aber ich kann ihn nicht zerreißen. Ich habe keine Chance, auch hier unten einzureißen. Das geht einfach nicht. Das heißt, das Material ist viel, viel haltbarer und dadurch auch viel besser für E-Dart-Spieler zum Beispiel, wo die Flights schneller mal einreißen oder wenn man einen Dart mit scharfem Grip hat. So, das heißt zusammengefasst, wir haben die Pro-Flights, das sind die alten normalen Champagne-Flights. Diese spielt ihr mit einem Champagne-Ring, könnt ihr customizen, also mit einem beliebigen Champagne-Ring reinmachen, mit verschiedenen Materialien etc. Das ist die Pro-Version. Und jetzt ganz neu, eben die EZ-Version, steht bei A-Style für easy, weil sie recht einfach zu verwenden sind. Man braucht keine Champagne-Rings, sie sind sehr viel haltbarer und das ist auch eine ganz coole Information. A-Style sagt jetzt von sich aus, ihr könnt die auf allen Kunststoff-Shafts, auf allen Nylon-Shafts und auf allen Carbon-Shafts spielen, ohne dass ihr extra A-Style-Shafts kaufen müsst, weil die jetzt auch einfach so haltbar sind, dass dieses Problem, was mit den integrierten Flight-Protektoren, was man hier unten sieht, ist wahrscheinlich nicht so toll, hier unten an der Unterkante wird der Flight zusätzlich geschützt und dadurch ist er haltbarer. Das braucht man jetzt bei den neuen EZ-Flights nicht mehr, weil die einfach so haltbar sind, dass dieser Schutz mehr oder weniger nicht mehr notwendig ist. Genau, das heißt, man hat damit eine super Alternative zu Robson und anderen Flight-Systemen, wo man einfach nur die
den A-Style EZ vielleicht nimmt, auf den Schaft steckt, spielt und einfach sorglos A-Style nutzen kann. Einziger Nachteil, es gibt noch nicht sehr viele Design Flights. Es gibt natürlich ein paar wenige, wie jetzt zum Beispiel von Johnny Kay. Aus Japan haben wir den besorgt. Der hat auch diesen integrierten Champagne Ring. Aber es gibt noch nicht so viele davon. Und das neue Material gibt es aktuell auch nur in den Standardformen einfarbig. Aber da wird mit Sicherheit die Tage noch oder die Monate noch mehr kommen von A-Style, was diese neues Material angeht und diese neue Technik. Von daher, wir dürfen gespannt sein, was da die Tage noch kommt. Im Shop könnt ihr die bei uns bestellen. Wir haben wie immer eine riesige Auswahl an allen A-Style-Produkten, die neuen Flights, neue Signature-Flights und vieles mehr. Ich verlinke diesen Shop auch direkt bei uns hier in der Biografie, also in dem Titel zu dem Video. Genau. Und wir freuen uns auf das nächste Video zum Thema A-Style.